Veni ad salvandum nos. Komm, uns heil zu machen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Komm-Ruf an diesem 22. Dezember der O-Antiphon. Und diese Heilung, die für uns manchmal so etwas im religiösen Bereich, so etwas Betuliches hat, hat in dieser O-Antiphon einen sehr politischen Charakter. Wir haben die Stelle aus Jeremia gehört, wo Gott als der einzig wahre König bezeichnet wird. Und die Antiphon ruft eine Stelle aus dem Propheten Haggai herbei, ebenso wie sie den zunächst, wie es schien, unheilbaren Riss zwischen dem auserwählten Volk Gottes und den übrigen Heidenvölkern markiert, aus dem Epheserbrief. Höchst politisch ist das, was wir da sehen. Gestern, wenn wir bedacht haben, den eigenen Kerker, die Dunkelheit, aus der wir herausgeführt werden, vorgestern und gestern die Erleuchtung, so ist es heute, wird uns bewusst, so sehr dieses Kind irgendwo vor den Toren Bethlehems geboren wird, nachdem wir rufen, nach diesem Christus, so hat er doch universale Bedeutung. Woran kranken wir? Wir müssen gar nicht an einem solchen Tag in die Stimmen derer einstimmen, die eine Politikerschelte begehen, denn wir sind ja selber nicht besser. Wir neigen dazu, als Menschen Macht zu missbrauchen und Freiheit zu missbrauchen. Unser alter Ruf weiß das. Deshalb erinnert er uns daran, woraus wir gemacht sind, dass wir schwach sind. Komm uns zu heilen, den Menschen, den du aus dem Erdboden, aus dem Lehm gemacht hast. Als wollten wir Gott daran erinnern, denk daran. Wir werden oft genug mit der Nase darauf gestoßen und wollen es nicht wahrhaben, dass wir Staub sind. Aber wir müssen auch manchmal Gott daran erinnern, aus was du uns geschaffen hast, dass wir mehr zur Schwäche fähig sind als zu allem anderen. Komm uns zu heilen. Von den Machthabern dieser Welt, gleich welcher Farbe, gleich welcher Ideologie, haben wir nicht viel zu erwarten. Sie alle neigen wie wir selber zur Schwäche und zum Missbrauch der Macht, im Kleinen wie im Großen. Innerhalb und außerhalb der Kirche. All diese Risse, die durch die Welt gehen, kann nur einer heilen. Der, den wir als den wahren König anrufen und verehren. Der die wahre Sehnsucht der Völker, die sie haben, nach einer gerechten Herrschaft, nach dem geführt zu werden, Wege in der Schwäche sozusagen vorgegangen zu bekommen, dass eine Spur gelegt ist in dieser Geschichte. All dies hat er getan. Deshalb ist der Name recht, König der Völker und ihre innerste Sehnsucht. Die Spur ist gelegt. Wir wissen, wer es ist, dieser König der Völker. Wenn wir diesen Ruf jetzt anstimmen, sollten wir nicht vergessen, dass wir seine Spur gehen müssen, damit wir selber heil werden. Je mehr wir sie gehen, je konsequenter wir diese Spur gehen, die er gelegt hat, desto leuchtender sind wir in der Nachfolge, desto mehr wird sichtbar seine verborgene Herrschaft heute in dieser Welt.